Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Projekt. Wir spielen ein bisschen Isaac. Ich hoffe, alles funktioniert soweit. Wenn nicht, dann werde ich das Video wahrscheinlich trotzdem hochladen, aber mit dem Vermerk, dass das die Testaufnahme ist. So, da wir nichts frei haben, wir spielen natürlich auf Hard, spielen wir mit Isaac und hoffen auf das Beste. Zu Anfang. Ich werde erstmal nur Isaac bringen. Einzig und allein aus dem Grund, dass das ziemlich entspannt ist. Und ja. Wahrscheinlich wird dann bald auch Dark Souls dazukommen und Search. Aber da gucken wir einfach mal. Und ja. Wir wollen natürlich die Steinkiste öffnen. Na, nicht übel. Später werden wir auch meinen eigentlichen Spielstand rumwechseln, weil ich möchte einige Challenges einfach nicht nochmal machen. Oh, den Seed, damit ihr das alles nachspielen könnt, wenn ihr einen neuen Spielstand anfangt und alles. Da erzähle ich euch ja nichts Neues. Und dann werde ich euch mal erzählen, was ich so geplant hatte. Also ich hatte geplant, Isaac zu bringen, ein bisschen Pokémon, Randomizer Nuzlocke, wahrscheinlich Platin. Dann werden wir Dark Souls 1 spielen mit einer kleinen Challenge, die werde ich dann bei Dark Souls erklären und The Search werde ich mir mit euch zusammen angucken und dann gucken wir mal, vielleicht wird auch noch Heroes 3 kommen und ja. Ich verspreche euch mal nicht zu viel und hätte ich mal lieber hier gesprengt, ne? Ah, Schaden kriegen nicht ganz so souverän, aber wir sind auf der ersten Ebene, deshalb alles noch im Rahmen. Und ja, ich hoffe, dass wir in diesem Run auch direkt bis Mom kommen und sie platt machen können. Und dann beim nächsten Mal schon ins Swamp geht. Wenn ich nicht sterbe. Also. Ja. Ich bin nicht der allerbeste Isaac-Spieler, aber ich würde sagen, ganz passabel. Ich hoffe, dass ihr das genauso seht. Und ja. Bomben. Ja, gibt Besseres, aber mein Gott, Bomben. Eine Kiste, eine Magician-Karte, Herzchen. Gehen wir das Herzchen noch einsammeln und dann würde ich gerne noch den Raum nach unten hingucken. Och, Envy. Oh nö. Ich hasse Envy. Envy ist so verkackt nervig und. Aber ja. Also, ich werde die Items auch mal kurz erklären. Also, Glitterbombs, da droppen wir manchmal mit Bombensachen. Heißt, wenn ich eine Bombe lege, besteht die Chance, dass da ein Pickup rauskommt. Und ja. Anfangs ist das noch nicht allzu spektakulär. Ist noch die erste Ebene, von daher. Oh. Lasst es mal auf euch zukommen, würde ich sagen. Mal gucken. Oh, der ja, super Geheimraum mit drei schwarzen Herzen, das ist super. Können wir dann in die nächste Ebene mitnehmen und da unseren Devil Deal holen. Da wir mehr als 5 Münzen, da wir jetzt genau 5 Münzen haben, kriegen wir auch den Arcade Room, also eine höhere Chance darauf, dass der gespawnt wird und ja, klatschen wir mal eben Rackman weg, ne? Oh, diese Bombe war kacke. Oh, die auch. Nicht sterben, nein, 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 ich will hier nicht beim ersten Boss erst schon sterben.
So, nehmen wir uns die drei schwarzen Herzen mit, würde ich sagen. Und natürlich das halbe weiße Herz, damit wir auf der nächsten Ebene auch noch HP abkriegen. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Lass den Spaß beginnen. Ja, ich habe noch nicht allzu viel Erfahrung hiermit, aber das wird sich ja mit der Zeit kommen. Also ist mein erstes Projekt und ja, lasst euch mal überraschen. Oh, bei dem müssen wir aufpassen. Würde ja eigentlich gerne ein schwarzes Herzchen verlieren, damit der Raum schnell geklärt ist, aber ich hätte gerne auch weiterhin so passabel leben. Deshalb. Ein sinnloser Raum. Schön, schön, schön. Ich hoffe, dass wir gleich nochmal den Itemraum finden. Und dass wir nicht den ganzen Weg noch zurückgehen müssen. Das wäre nämlich echt nervig. Und ja. Ach, dieser Raum. Wer hat sich diesen Raum ausgedacht? Der ist schrecklich. Fast so schrecklich wie diese Skelettmenschen, die mit ihren Knochen werfen. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, dann freut euch schon mal auf die Knochenmänner. Die sind nämlich echt spaßig, ne? Sind sie nicht. Sie sind verdammt nervig. So, und es geht weiter. Ja, was wäre mein Plan für diesen Run? Ich würde sagen, passablen Damage kriegen, vielleicht die Bibel finden und dann Mom killen. Och, nö, nur noch zwei schwarze Herzen. Und da ist ein Double Key Room, in den wir natürlich reingehen. Und diese Superform war nicht so bedrohlich. Muss ich schon sagen, also gab schon Bedrohlicheres. Und den Fuse Cutter nehmen wir mit, denn er sorgt dafür, dass Trollbomben zu normalen Bomben werden, was ziemlich, ziemlich gut ist. Meiner Meinung nach ein fabelhaftes Trinket, weil niemand mag die Trollbomben. Und ja. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich kein Bombenproblem in diesem Land kriegen. Und ich bin gespannt, was der Itemraum für uns hält. Ich hoffe ja jetzt auf eine Kiste mit Soul Hearts oder Trollwunden. Ah, Soul Hearts. Schön. Das ist Scorpio. Wir schießen jetzt so grüne Tränen, die können Gegner vergiften und donaten wir erstmal ein bisschen. Ja, klar, dass er nur eine Münze nimmt und ja. Ja, denn würde ich sagen, auf zum Boss, ne? Was erwarte ich von dem Devil Deal? Vielleicht The Pact? Oder die Robe. Und Monstro. Monstro ist einer der einfachen Bosse. Der hat ein ziemlich einfach zu durchschauendes Muster. Aber den Nachteil, wenn er trifft, macht er wahrscheinlich einen Herzschaden. Und ja, die Magician-Karte, die werde ich nicht einsetzen gegen ihn. Und mal gucken.
Ich hoffe doch, du gibst mir den Mädelstrick Mushroom. Denn das wäre jetzt ein willkommenes Item. Ich würde nicht so weit gehen, dass Magic Mushroom das beste Item aller Zeiten ist, aber es ist schon ein ziemlich majestätisches Item. Und ja, Bloodclot auch okay. Keine guten Items, aber ich will auch weiterhin Devil Deals haben, deshalb nehmen wir sie mit und es geht weiter. Und ja, ich werde wahrscheinlich jeden Tag eine Folge Isaac bringen. Oh, Steven, ja. Auf sowas habe ich gehofft. Und wir haben Lazarus freigeschaltet. Das ist gut. Und ja. In dieser Ebene werden wir dann auch in den Shop gehen und hoffen, dass wir dann ein gutes Item finden. Ich würde ja sagen, more options. Da wären mir beide more options recht. Denn mehr Optionen sind mehr Optionen und mir wäre lieb, wenn du die Spritze droppen würdest. Was du nicht tust, aber wenigstens eine geile Ranger-Pille. Fuck, das war schlecht. Das auch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich mag die Würmer nicht. Die Würmer sind anstrengend, genauso wie die Pilze. Die Pilze sind einfach verflucht tanky und ja. Und sie werden in fast jeden Raum geklatscht, was, um ehrlich zu sein, auch sehr nervig ist, weil ich hätte gerne auch mal Räume ohne Pilzmenschen, ne? Aber wir haben Brother Bobby, der hilft schon ganz gut mit. Und ja, wir sprengen jetzt den Kollegen, um unsere Devil Deal Chance zu erhöhen und ja. Diese Little Monsters kamen übrigens im Afterbirth Plus, glaube ich, dazu. Und Explosive Diarrhea. Na, gibt bessere Pillen. The Tower. Gibt auch bessere Karten. Aber. Oh. Ach ja, wir haben ja den Fuse Cutter, den hatte ich schon ganz vergessen. Aber jetzt haben wir wenigstens ordentlich Bomben. Hat doch alles sein Gutes. Und ihr fliegenden Viecher, ich weiß nicht mal, was ihr darstellen sollt. Fuck. Ich dachte, wir könnten da jetzt das freilegen, aber. Diese Pupis mit Mais drin sind ein bisschen schneller als die anderen. Und ja. Aber es ist ein schönes Detail. Und das Trinket da, der Liberty Cap heißt das, glaube ich, sorgt dafür, dass wir jeden Raum einen anderen Pilzeffekt kriegen können. Was ich in diesem Run mal nicht mitnehmen werde, weil keine Treubomben erscheint mir da doch besser. Fuck. Ja, das hätte auch nicht passieren dürfen, aber wir haben hier einen Tinted Rock. Movie Impact. Damit können wir, glaube ich, alles einpacken und auf die nächste Ebene mitnehmen. Und, ja, ich nehme mich mal mit. Der. Ja, wir können das jetzt auf die nächste Ebene mitnehmen und. Ja, mein Freund, schnapp dir das Geld. Und der Mini Duke of Flies, ich finde den auch fantastisch. Ist ein fantastischer Gegner. Und du bist Tears Down. Fabelhaft. Und das hier sind die Knochenmänner.
Ich mag sie nicht, weil die immer so unvorhersehbar ihre Schüsse, ihre Knochen werfen. Super Geheimraum. Fuck. Ach, schade. Naja. Und wir haben eine Stain. Ach, nö. Auch ein relativ anstrengender Boss. Vor allem, wenn er seinen Bullet-Hell-Angriff macht. Ja, züngel mal weiter, bitte. Ja, das gefällt mir. Genau diesen Bullshit-Angriff meine ich. Und ja. Ich mag das Stain nicht. Der ist einfach. Er hat mehr Leben, als er haben sollte. Und. Das ist ein Bullet-Hell-Angriff. Ich meine, wer mag Bullet-Hell-Angriffe? Und wenn wir es jetzt wieder einsetzen, dann kriegen wir die Pillen wieder. Halt. Damit können wir alles mitnehmen. Glaube ich zumindest. Und da finden wir den Arcade-Raum. Und ich wurde getroffen. Und wir haben einen Bloodbagger, an dem wir gerne, gerne spielen. In der Hoffnung, dass er uns was Schönes gibt. Die Empress. Spielen wir auch mal an den Bombenbagger. Gibst du uns wohl was? Hallo? Ach, fick dich. Ja, gib mir das Herzchen. Ja, perfekt. Oh, diese rennenden roten Herzen, die wurden auch eingeführt und ich mag sie nicht. Ganz ehrlich. Die sind einfach nur furchtbar nervig und lasst uns mal den Boss wegmachen. Bighorn! Hey, mein Freund, du willst uns Bomben geben, habe ich gehört. Ich will mein Deal nicht verlieren, nein. Fick dich, Bighorn. Stirb! Und ja, das war keine Streubombe. Das generell. Das zählt wohl nicht als richtige Streubombe. Oh, mehr von euch. Dann werde ich euch mal sprengen. Dich auch. Und dann werden wir weiter an seinem Freund spielen. Mal gucken, ob hier der Supergeheimraum ist und da auch ein paar Pilze mitspringen und ja. Gucken wir mal, was im Shop so drin ist. Soul Heart. Soul Heart ist super. Und ja, jetzt geben wir die ganze Ebene zurück, denn wir haben noch einen Itemraum, der auf uns wartet. Ich hoffe auf Polyphemus oder Proptosis. Irgendwas, was unseren Damage entweder enorm erhöht oder unsere Fire Rate. Ich wäre mit beiden zufrieden. Also, Damage erhöhen. Ich bin keiner, der sagt, oh ja, majestätischer Damage. Majestätischer Damage. Also, die Nägel sind ein super gutes Item. Ich liebe sie. Die machen einfach so viel Damage ab, ohne irgendwas anderes dafür zu erniedrigen. Also. Und auch der Knockback, der wird dadurch deutlich stärker. Was eine super Sache ist, meiner Meinung nach. Und wenn wir Münzen finden. Ich glaube.
Wir sollten uns ein paar Münzen mitnehmen, damit wir vielleicht Kane freischalten. Also ich glaube nicht, dass wir 55 Münzen in diesem Run erreichen werden, aber falls wir das tun sollten, dann wäre ich doch ein Freund davon, weil, hey. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse. Oh, 11 Down. Ja. Das habe ich nicht vermisst. Ehrlich zu sein, 11 Down. Überhaupt nicht. So, ihr beiden werdet sterben. Und ja, wie ihr seht, dieses Trinket sorgt dafür, dass sich meine Freunde hier nicht mehr bewegen. Die bleiben jetzt immer so. Und dieses Trinket sorgt dafür, dass wir so Kreiseltränen schießen. Wovon ich kein Freund von bin, weil, hey, Tränen sollen gerade fliegen oder halt. Zumindest so, dass ich die Gegner damit treffe, ne? Magic Mushroom. Schade. Full Health. Dann werden wir gleich mal weiter an unserem Bäckerfreund spielen. In der Hoffnung, dass er uns ein gutes Item gibt. Eine Spritze wäre gut. Halt. Das sind auch die besten Items, die er geben kann. Spritzen und die Robe. Wie ihr seht, wir gehen in diesem Run gar nicht darauf, schnell zu sein. Und eine Spritze. Ja. Das war, was mir gefehlt hat. Mehr Damage. Und wir nehmen The Devil mit, weil mehr Damage ist mehr Damage. Und wenn jemand einen Tinted Rock sieht, ich würde mich deep beschweren, ne? Oh fuck. Wir können da jetzt nicht rein, weil wir zwei Herzen haben und sich die Tür nur bei einem Herz öffnet. Das ist blöd. Habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Habt ihr das gesehen? Der Knockback von unseren Tiers ist ultra krass. Und ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen, ne? Und hoffen, dass die nächste Ebene. Oh, wartet. Ich könnte ja auch einfach noch ein bisschen Leben verlieren und gucken, was der Bosskampfraum für uns so hat. Also ich hoffe auf was Gutes. Und ich hoffe auch, dass die Aufnahme nicht total scheiße wird, was mein Stimmenlautstärke angeht, weil dann muss ich mir was anderes überlegen. Und ja. Ein Guppy-Item. Das ist gut. Also, jeder Run, in dem wir Guppy werden, ist ein Run, in dem wir Guppy werden, ne? Und Guppy ist beste Verwandlung im ganzen Spiel. Auch wenn die Bookworm Transformation, die ist nicht bad, aber auch nichts übel krasses. Bei Guppy schießen wir für jede Träne, die den Gegner trifft, also kriegen wir dann eine Fliege. Und wir können fliegen, was, um ehrlich zu sein, majestätisch ist. Und ich bin gestorben. Direkt noch ein Run. Hoffen wir, dass der jetzt besser läuft. Oh, Two of Clubs. Perfekt. War ja klar, dass ich sterbe. War ja klar, wir hatten echt nicht so gute Items und ja. Ich habe mich auch echt scheiße angestellt. Wow. Aber hey, wir haben den Boss gefunden. Jetzt müssen wir nur noch unseren schönen Itemraum finden.
Denn ich bin ein Freund von schönen Itemräumen und ja. Wahrscheinlich wären Tinted Rock noch ganz super. Und Red Patch nehmen wir mit. Ich weiß nicht mehr genau, wann es unseren Damage erhöht, aber es kann auf jeden Fall unseren Damage erhöhen. Und da bin ich doch ein Freund von. Denn mehr Damage ist mehr Damage. Und mehr Damage heißt, unsere Gegner sterben schneller. Und das heißt, nervige Gegner sind zwar nicht weniger nervig, aber kürzer nervig. Und ich würde mir einen Gefallen tun, wenn ich nicht mehr so in die Feuer einfach reinrennen würde. Das ist echt nicht so gut von mir. So, also wie gesagt, was würde ich von diesem Mann mir auch hoffen? Dass wir nette Items sehen? Charm of the Vampire? Naja. Könnte nützlich sein, denke ich. Ich weiß nicht. Ich habe nie wirklich mit dem Item gespielt, also. Vielleicht ist es ganz gut, aber wahrscheinlich ist es echt Kacke. Und der Super Secret Geheimraum mit einer Kiste voll mit Pillen. Die eine ist Paralysis und die andere Retrovision. Oh, hey Monstro. Wir haben jetzt auf dieser Ebene auch gar keinen Tinted Rock gefunden. Was ziemlich kacke ist. Und die 5 Münzen haben wir auch nicht voll. Also. Die nächste Ebene wird nervig. Ich überlege auch, ob ich nicht vielleicht eine Bombe legen sollte, um Monster zu töten. Aber ich denke, wir können ihn auch so töten. Und hoffen, dass er uns was Nettes droppt. Wäre nicht zu viel verlangen, aber Magic Mushroom. Oder Binky. Oh, Toothpicks. Auch ganz okay. Obwohl mir was lieber wäre, was mir Soul Hearts gegeben hätte. Denn dann hätten wir das Problem auf dieser Ebene nicht, dass ich keinen Damage kriegen darf. Denn, wie ihr vielleicht gemerkt habt, nehme ich öfter Damage als ich sollte. Und dieser Freund hier ist kein Garant dafür, keinen Damage zu nehmen. Aber er gibt uns die Spritze. Mit der können wir Gegner vergiften und droppen manchmal schwarze Herzen. Was ich euch gerne vormachen würde, aber ich habe euch das andere Item vorgeführt. Wir regenerieren manchmal ein Herzchen, wenn wir Typen töten. Jeder 13. glaube ich. Jeder 13. Gegner. Chemical Peel, einseitiges Damage Up. Ist okay. Gibt besseres, aber auch schlechteres. Tinted Rock. Mit einem Soul Heart. Das wollte ich doch sehen. Und jetzt gibt mir einen guten Devil Deal. Oh, noch ein Soul Heart. Dieses Herz ist, wenn ihr keine volle Leben habt, dann regeneriert das zuerst ein rotes Herzchen und dann alles, was da überbleibt, das kriegt ihr als Soul Heart. Und ja, das war ziemlich, ziemlich gut. Goathead sorgt nebenbei dafür, dass wir immer Devil Heals kriegen auf jeder Ebene. Und ich bin ein Freund von jeder Ebene einen Devil Deal. Und auch ein Freund davon, dass wir da gerade keinen Schaden genommen haben. Und ja. Was soll ich noch groß sagen? Ich hoffe, dass wir noch ein paar nette Items finden. Und
den Super Secret Geheimraum, der sich da versteckt. Wow, dieser Raum ist so unnötig. Nehmen wir mal weiter. Und hoffen, dass ich mich dieses Mal nicht zu doof anstelle. Dieser Raum kann auch sehr fies sein. Weil, wenn man da zu schnell durchläuft, die Stacheln spawnen immer wieder. Und wenn man da nochmal durchläuft, dann kann das passieren, dass ja, man genau in die Stacheln reinrennt. Und das will man nach Möglichkeit vermeiden, weil die Stacheln immer ein Herzchen Schaden machen. Wir haben ein schwarzes Herzchen generiert und Damage dazu bekommen für diesen Raum. Das finde ich gut. Und ja, ich hätte die schwarzen Fliegen ausnutzen müssen. Die machen keinen Kontakt-Damage, also hätten wir die vergiften können, um Soul Hearts zu generieren. Also schwarze Herzen. Denn wir alle sind Freunde von schwarzen Herzen und Soul Hearts. Und da geht unser Soul Heart. Scheiße. Aber wir haben eine Menge Geld. Mal gucken. Ich würde sagen, lass uns direkt den Boss machen. Ich meine, was soll schon groß passieren? Hallöchen, Bighorn. Kein Magic Mushroom. Schade aber auch. Geh mir weg mit deinen Treubomben. Und auch mit deinen Kugeln. Ja. Weiter so. Töte dich selbst. Ja. Geh weg mit deinen verkackten Kugeln. Schade, dass man ihn nicht mit seinen eigenen Bomben füttern kann. Das würde den Kampf angenehmer machen. Denn man kann ihn ja mit Bomben füttern. Das ist kein Problem. Und ich krieg zu viel Schaden. Wird er mich jetzt noch erledigen, da wäre ich kein Freund von. Denn eigentlich ist der Boss nicht übermäßig stark. Ich stelle mich nur ziemlich scheiße an. Aber hey. Devil Deal und du bist komplett scheiße. Nehmen wir dich trotzdem mit. Für Azazel. Ich würde sagen, in unserem nächsten Run machen wir einen Greed Mode und spielen ein bisschen Azazel. Die kann man übrigens auch anfassen, ohne Damage zu kriegen. Das ist ziemlich nützlich und gut zu wissen. Das wissen nämlich viele nicht. Und ja, es gibt so einige Gegner, die man anpacken kann, ohne Damage zu bekommen. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht noch eine Superform finden. Kampfraum, will ich den machen? Gucken wir mal rein. Fuck. Na gut. Das wird aber auch der letzte Versuch jetzt. Holy Light. Yeah. Her damit.
stehen ein bisschen unter Druck. Aber naja, Fehler passieren. Wir sind ja alles nur Menschen, ne? Hätte nicht in den Kampfraum reingehen sollen. Das war bad. Beziehungsweise, dass wir alles auf dem Devil Deal mitgenommen haben. Das war auch nicht so klug. Oh, hey, Rackman. Wenn man bei ihm die ganze Zeit über seinen Kopf angreift, kann man den ziemlich leicht down bekommen und macht ihm auch gleichzeitig weiter Schaden. Und ein Rackman ohne viele nervige Spinnen ist ein Rackman ohne viele nervige Spinnen. Also Win-Win für alle. Und ja, wenn ich jetzt noch eine Bombe hätte. Oh Mann. Aber wir haben Binky. Binky ist gut. Binky ist super. Jetzt hat unser Isaac so einen kleinen Schnuller im Mund. Ist doch nett, oder? Nettes kleines Detail. Oh, Balls of Steel. Majestätisch. Und ja. Ich werde mal gucken, wie ich das schneide. Ob ihr die ganzen Runs vorher seht oder nicht. Ob ich die vielleicht als Extra-Folge mache. Ihr werdet sie sicher sehen. Und ja. Ich hoffe doch stark, dass ich mich in diesem Run nicht so dumm anstelle und dass wir was Nettes im Devil Deal haben. Denn ich finde, es hat Tradition, seinen ersten Mumkill auf dem Spielstand mit Isaac zu machen. Er ist der Standardcharakter, er ist immer da gewesen und ja. Little Horn, hey, dich haben wir heute schon mal gesehen. Da hast du dich selber umgebracht. Ich wäre ein Freund davon, wenn du es jetzt auch machen würdest. Was du aber nicht vorhast, sehe ich. Aber hey. Gab hier Item und Missing Patch. Ist okay. Und es geht weiter. Oh, ich rede mir den Mund fusselig. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Ja. Was haben wir denn hier? Nein, dafür machen wir den Kampfraum nicht. Was ich sagen würde, ich wäre ein Freund von einem Damage-Up. Weil ich meine, wir haben noch Standard-Damage. Da müsste sich doch was machen lassen, oder? Aber wir haben Holy Light. Holy Light wird schon ordentlich mithelfen, macht ordentlich Damage und Fuck. Aber wenigstens haben wir die Würmer gekillt. Die schwarzen Kackhaufen, by the way, machen Damage an allen Gegnern im Raum. Das
hilft meistens ziemlich weiter, wenn man nicht so dumm wie ich in die Gegner reinrennt. Dann hilft einem natürlich gar nichts. Kann man die tollsten Ge Items haben, aber ne. Bei den Bombenfliegen ist der Trick, einfach nur eine Fliege anzuschwächen und dann durch sie alle anderen killen. Geheimraum, sprengen wir dich. Erhöhen unsere Deal-Chance und gucken wir mal in den Shop rein. Herzchen. Oh, die Bibel. Die würde ich gerne mitnehmen. Also, unser Plan ist, Geld zu kriegen und die Bibel zu kaufen. Mit der Bibel können wir immer mal wieder fliegen. Und wir können Marm damit one-hitten. Und ich finde, für Marm one-hitten, sie ist nicht zu viel zu gebrauchen, aber für Marm zu one-hitten, ja. Och nein, Mega Fetti. Der ist Tanky des Todes. Und ich hoffe doch wirklich, dass die Audioqualität in Ordnung ist. Und ich hoffe nicht, dass wir in diesem Ballon jetzt auch noch sterben, weil dann stehe ich ziemlich doof da. Squeezy. Mehr Tiersau. Nice. So, dann werden wir wahrscheinlich gleich noch den Kampfraum machen. Wir wollen ja an Geld kommen. Mal gucken, ob wir das Geld zusammenbekommen. Ich hoffe. Weil wenn wir bis zu Mom kommen, ist Mom dann kein Problem mehr. Und der Wafer. Weniger Damage nehmen. Ah, momentan noch nicht so ganz wichtig, weil Bomb können wir noch nicht, aber doch, ist okay. Fuck. Wollen wir uns noch mal kurz das Herz hier mitnehmen? Gucken, ob wir die drei Münzen. Okay. Das ist blöd. Das macht übrigens Missing Page. Wenn wir auf ein Herzchen droppen, dann macht es Damage im ganzen Raum. Und ja. Holy Light, wie ihr seht, sehr majestätisch und ja, wir haben die 15. Münze, das heißt, wir können uns die Bibel nehmen. Und wenn wir die Bibel kriegen, dann bin ich ein Freund davon. An für sich ist sie ein ziemlich beschissenes Item. Außer halt, dass sie mal one-hittet und dass man fliegen kann, aber nicht so gut. So, was haben wir denn hier? Goldkiste. Nein, danke. Erstmal nicht.
jetzt würde ich sagen, suchen wir uns den Itemraum, hoffen auf den Devil Deal und auf gute Items. Wie neuen Leben. Halt, zwei Guppy Items. Denn wenn wir in dem Run Guppy werden sollten, sehe ich nicht viele Möglichkeiten, wie wir den noch verlieren sollten. Außer ich renne weiteren Gegner rein, aber davon wollen wir ja mal nicht ausgehen, ne? Two of Spades. Mehr Schlüssel für uns. Noch mehr Schlüssel. Oh, den Boss werden wir jetzt bedienen. Aber ich hasse diese Gegner, die sind einfach. Die sind schön designt, ja. Aber sie sind anstrengend und nervig. Und wir haben unser letztes Soul Heart verloren. Nicht gut. Nicht gut. Wohingegen Capricorn. Capricorn ist ziemlich gut. Das war einfach nur Kacke. Ich hoffe doch, dass wir trotzdem noch unseren Devil Deal kriegen. Fuck. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Boards of Steel. Perfekt. Und eine Maschine, die uns hoffentlich ein paar Soul Hearts gibt. Monkey Spawn. Auch okay. Wenn wir auf ein halbes Herz droppen und keinen Soul Heart haben, kriegen wir ein schwarzes Herz. Und ja. Wir sind auch schon fast bei Mar. Depths 1, also viel haben wir nicht mehr vor uns. Oh Gott. Der Raguan ist nerviger, als er sein sollte. Also wirklich jetzt viel nerviger. Ich dachte mir, Holy Light, ja, wird ein entspannter, schöner Run. Aber nein. Das Spiel hatte andere Pläne.
Jetzt holen wir uns die ganzen Karten. Und danke, Plazenta. Du hast gerade den Plan ruiniert, ein schwarzes Herzchen zu kriegen, wenn wir Schaden nehmen. Oh, Monstro 2. Wenn es einen Boss gibt, den ich liebe, ist es Monstro 2. Ist der gute Monstro 2. Der gute alte Monstro 2. Der gute, gute Monstro 2. Monstro, Monstro, Monstro. Ey, Monstro. Stirb doch einfach. Ja, wir gehen einfach weiter. Wir müssen nur die Ebene überstehen und dann war es das. Deshalb. Wir müssen eigentlich nur unser Spacebar-Item aufladen und jetzt eine Emperor-Karte finden. Das wäre so ziemlich das Beste, was wir machen können. Ja. Emperor-Karte und Mami-Tö. Und nicht vorher sterben. Yay, Two of Spades. Two of Diamonds. Und ja, gucken wir mal in den Shop, donate ein paar Münzen. Am besten alle. Ja, auch okay. Dann mal gucken, ob wir Mami finden. Ja. Ja dann. Das war's. Genießt das schöne Video und ich bin raus. Tschüss. Ja, wir haben alles Mögliche freigeschaltet, lassen wir durchlaufen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.